Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, ich denke mal, insbesondere die komplette Mannschaft hat natürlich selber gemerkt, dass das einfach nicht das war, was wir uns vorgestellt haben. Deswegen, denke ich mal, konnten wir alle ganz gut mit der Niederlage dann doch auch umgehen, weil wir einfach gewusst haben, wir haben einfach nicht unser Leistungsmaximum erreicht. Haben es dann versucht, schnell abzuarbeiten und einen Haken dran zu setzen und ja, den Fokus dann jetzt auf Darmstadt zu legen. Erstens mal fühle ich mich extrem wohl hier in Bielefeld. Ich denke auch mal, dass wir eine super Mannschaft haben. Haben wir ja auch jetzt schon gezeigt. Natürlich auch das Trainerteam, die da super Arbeit leistet. Da fühle ich mich einfach extrem wohl im ganzen Umfeld. Und natürlich dann auch, wenn man solche Fans dann im Rücken hat, macht es natürlich dann doppelt Spaß. Ja, so generell ist Bayern schon, ich glaube, ein Tick schöner. Einfach die Landschaft. Ist ja dann doch auch die Heimat. Das ist, glaube ich, schon der größte Punkt, wo man sagen kann, ja, Landschaft, dann gibt es ja doch Berge, relativ viele Seen und so Zeug. Das ist schon extrem schön. Ja, weil ein Löwe einfach ein Tier ist, ja, das ich sehr bewundere, extrem kraftvoll. Ja, schwierig zu erklären, aber ja, ich bewundere das Tier einfach und ich glaube, das passt auch ganz gut zu mir. Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt wirklich der Meinung, dass man, wenn man, oder ich sag mal so, es gibt mit Sicherheit Spieler, oder ich hatte auch schon Mitspieler, die deutlich mehr Talent hatten als ich, aber halt dann nicht hart an sich gearbeitet haben und da nicht klar waren. Und ich will mir halt dann auch sagen, dass ich wirklich alles dafür getan habe, Profi sein zu dürfen, und das verbinde ich halt auch mit harter Arbeit, und deswegen denke ich mal auch, wenn man wirklich hart arbeitet, dass man halt dann Talente schlagen kann. Das ist schon lange her. Ich habe es dann mal gemacht, eine Zeit lang. Da hatte ich aber natürlich noch nicht so viel Ahnung davon. Da habe ich dann auch ein bisschen falsch trainiert, glaube ich. Da habe ich es wieder weggelassen. Dann war das in meinem letzten A-Jugendjahr in Karlsruhe, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe, da wo ich dann ja einfach nicht fit war, und danach habe ich halt gesagt, ja, Vogi, du musst was ändern, wenn du dann wirklich wieder dahin willst, oder halt ins Profigeschäft zu schaffen. Und da habe ich halt dann einen Schritt zurück gemacht und bin halt quasi in die Bayernliga damals gegangen, nach der A-Jugend-Bundesliga. Und da habe ich mir halt dann als Ziel gesetzt, ja, du musst arbeiten an deiner Athletik, an allem. Und deswegen, ja, mache ich das jetzt 5, 6 Jahre am Stück schon. Aber ich habe es dann schon mal mit 16 gemacht, aber da war halt dann auch so, da habe ich es ein bisschen falsch auch gemacht. Und aber ich denke mal, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe, und ja, läuft ganz gut. Ja, natürlich, wie jedes Spiel in der zweiten Liga, es wird extrem schwer. Die haben natürlich auch ordentliche individuelle Klasse, aber wir müssen auf uns schauen, wenn wir, wie schon mal angesprochen vorher, wenn wir an unser Leistungsmaximum rankommen, müssen wir uns vor keinem verstecken, dann wissen wir, was wir können, und dann sind wir für jeden Gegner extrem eklig und können denen dann richtig wehtun.